Ja, ich begrüße dann neben mir den Shabuti und den Nickel, unsere beiden Kontrahenten für das heutige Spiel. Der Shabuti, wie man sieht, spielt die Trolle, angeführt von Berka, dem Mächtigen, und der Nickel das Protektorat von Menoth. Ja, schön, dass wir heute hier sein dürfen. Ja, war ein schönes Spiel. Ja, ich bin genauso gespannt, was ich gleich sagen werde wie ihr. Wie gefällt euch die Liga bisher so? Sehr geil. Ne? Ja, es macht Spaß. Ich bin froh, dass wir das angefangen haben, so, weil so bleibt man echt beim Spielfluss und kann schöne kleine Partien spielen, die auch schon direkt spannend sind. Auch das merkt man von Anfang an. Ja, ich glaube, du, Nickel, du bringst ja dein Protektorat mit der Farbe jetzt voran quasi. Es kriegt jetzt langsam Farbe immer mehr. Genau. Ist eine gute Gelegenheit, meine Zweitfraktion ein bisschen aufzustocken. So, dann gehen wir mal zu der Heldenvorstellung. Ihr habt ja beide auch einen Helden in dieser Liga. Stellt ihr am besten mal selber vor. Ja, ich fange mal an. Ich spiele einen Faircaller Hero und habe mir halt eine epische Grissel umgebaut, weil ich nicht beim Standardmodell bleiben wollte. Die hat schon ein bisschen Schnickschnack gekriegt von den Fähigkeiten, um es darzustellen, was sie später vielleicht noch so bekommt. Zurzeit hat sie schon das Scout Training und Storm Cloak. Scout Training gibt ihr Camouflage, also extra Abwehr, wenn sie eh schon von Abwehr profitiert. Und Storm Cloak gibt ihr Immunität gegen Kälte und Elektrizität. Ja, ich habe einen Paladin of the Order of the Wall. In Zukunft nur Paladin genannt, weil ist ein bisschen kürzer. Nicht umgebaut, fürchte ich, weil Umbau nicht ganz so mein Talent ist. Er hat die Fähigkeiten Swordmaster, was ihm Blade Shield gibt. Das heißt, er kriegt plus 2 zusätzliche Abwehr gegen Fernkampfattacken. Und er hat die Fähigkeit Whisk of Seal, was heißt, dass er quasi 5 zusätzliche Lebenspunkte hat. Dazu hat er noch eine Verletzung, die Kriegsneurose. Das heißt, er kriegt einen Malus von 1 auf alle Trefferwürfe. Gut, den ersten Spielzug haben die Trolle und dann springen wir jetzt auch gleich erstmal in die Armeevorstellung. Ja, meine Armee, angeführt von Borka, Vengeance of the Rhymeshouse, ist der Epic Borka auf dem Teddy. Zur Battlegroup gehören ein Slagtroll und ein Pyatroll, also zwei leichte Biester. Mein Faircaller Hero, wie gerade schon genannt. Meine Fahne, das ist dieser Stein mit dem Pelz drauf. Northkin Fire Eaters, eine 3-Mann-Unit mit vorgeschobenem Einsatz und die Jungs sind heiß, sehen wir gleich noch. Und der Kühlstone Bearer und Stone Scribes, um ein bisschen die Abwehr zu pumpen. Ja, ich habe die erste Runde. Ich habe zuerst aufgestellt. Links im Bild die Fire Eaters vorgeschobenen Einsatz. Sie stehen ein bisschen weiter vorne. Da begrüßen wir uns, freuen uns auf ein schönes Spiel und das wird es auch. Da mache ich mir gerade so meine Gedanken und fange, glaube ich, genau direkt mit meinem Helden an. Ich spreche den Faircall Overcome auf sie selber, damit sie Pathfinder bekommt und dann läuft sie ins Gelände rein, versteckt sich ein bisschen im Wald. So, dann überlege ich, was ich jetzt eigentlich vorhab, aktiviere das erste Beast, das ist mein Slagtroll. Der wird ein bisschen gezwungen, um ein bisschen Fury zu generieren und rennt ein Stück nach vorne. Alles noch nicht so unspektakulär. Jetzt kommt der Chef selber. Der selber hat auch Pathfinder, Borka, das heißt, er wird auch nicht vom Gelände behindert. Das heißt, er läuft ganz normal ins Gelände, spricht einen Upkeep sauber, Snow Shroud auf die Fire Eaters, damit bekommen sie Concealment, also ein bisschen Abwehrbonus und Kälteimmunität, was fürs Feed später eventuell wichtig ist. Die Jungs haben das auch so, aber ist so ganz praktisch, ich will nicht, dass sie sofort abgeknallt werden. Der Stein da oben im Bild wird aktiv und rennt nach vorne, aktiviert die Protection Aura, gibt einen Panzerungsbonus für alles in der Zone des Steins. Die Feuerspucker rennen weiter nach vorne, positionieren sich, versuchen ein bisschen Druck aufzubauen und mein Flammentroll immer eifrig hinterher, wird noch oft ein bisschen gezwungen. Ja, meine Armee wird angeführt von einem High-Exemplar Kreos, der einen Vanquisher und einen Repenter in seiner Battlegroup hat. Dazu habe ich noch eine Mindesteinheit der Temple Flame Guard, natürlich den Paladin, den bereits erwähnten, sowie eine Mindesteinheit des Chors. Meinen ersten Zug habe ich recht langsam angefangen. Ich habe meine Temple Flame Guard im Shield Wall nach vorne marschieren lassen. Und Richtet erstmal eine schöne Schlachtlinie schon quasi auf, eine genau. Verteidigungslinie. Ist ein bisschen ungewohnt, weil normalerweise spiele ich Zirkel, die sind etwas schneller unterwegs. Auf jeden Fall lasse ich dann meinen Vanquisher vorrennen für einen Fokus. Dasselbe mache ich mit meinem Repenter. Ja.
und lass auch mein Paladin nach vorne marschieren und opfere seine Aktivierung, um in die Stone and Mortar Stance zu gehen. Das heißt, er hat eine zusätzliche Panzerung von 5, was ihn auf 21 bringt. Als nächstes laufe ich Kreos nach vorne, zaubere Defender's Ward auf die Temple Flame Guard, was die Abwehr und Panzerung um jeweils 2 erhöht. Und zaubere auf Kreos selber Lamentation, was alles in deiner Kontrollzone, also Zauber aufrechterhalten, Zaubern etc., das Doppelte an Fokus und Fury kosten lässt. Dann lasse ich noch meinen Chor hinterherlaufen und lasse sie die Hymne der Passage auf meine Warjacks sprechen, was heißt, dass diese nicht von nicht-magischen Fernkampfattacken als Ziel ausgewählt werden können. So, dann sind beide Armeen ja jetzt in Bewegung aufeinander und in Runde 2 wird es dann die ersten Gefechte geben, nehme ich an. Ich gucke erstmal so, was ich alles machen kann, ziehe den Fury von meinen Biestern ab, lasse die Effekte verfallen, ein Upkeep, Snow Shroud auf den Fire Eaters lasse ich aufrecht und denke erstmal drüber nach, was ich eigentlich vorhab. Und ja, eigentlich habe ich schon einen super Plan und einer meiner ersten Züge, das weiß ich noch, ist gleich schon der Anfang vom Ende. Ich sehe gerade, ich habe das Upkeep doch verfallen lassen, weil ich dachte, wahrscheinlich bin ich gleich im Nahkampf, dann brauche ich kein Concealment mehr unbedingt. So, kalkuliere das so ein bisschen durch und fange mit dem Flammentroll an. Der stehen bleibt, zielt und probiert seine Jungs in Brand zu setzen. Der hat eine kleine Schablone, spuckt jetzt einen Flammenball mitten in die Fire Eaters, weil die Jungs kriegen verschiedenste Boni, die kriegen Fire's Fury als Effekt, wenn die brennen. Dann können sie nicht Knockdown gehen, nicht stationär werden und alles ist durchgeboostet, Treffen und Schaden. Ich schieße dem Kollegen in den Rücken, der Dicke fängt Feuer, durch die kleine Schablone fangen die alle an zu brennen und kriegen halt den Fire's Fury Effekt und würfel die 11. Trotz erhöhter Rüstung gegen Feuerschaden, ja, ist das First Blood in diesem Spiel. Der Junge ist einfach zu heiß, ja, der ist einfach zu heiß gelaufen, der ist einfach entfacht und hat seinen Tapwurf auch versemmelt. Bleiben 2, die hoffentlich jetzt noch ein bisschen was machen. Feuertroll ist glücklich, bleibt da stehen. Ja, etwas abgebrannt, ne? Das macht ihm Spaß. Ja. Also für die Anfänger, es ist ein gewagter Move, seine eigenen Leute anzuzünden, aber wie er schon sagte, sie kriegen diese Fire Eaters halt Vorteile dadurch, dass sie brennen. Also eigentlich eine recht legitime Taktik, sie dann selbst in Brand zu stecken, um diesen Zustand zu erreichen. Ja, genau. Da ist jetzt gerade mein Faircaller Hearing nach vorne gelaufen und hat den Fire Eaters Pathfinder gegeben, weil sie jetzt einen Charge-Befehl ansagen und sie brauchen Pathfinder, damit sie über Mauern chargen dürfen. Das Schöne an den Jungs ist, dass die eine Assault-Sonderregel haben. Das heißt, als Teil ihres Charges dürfen sie eine Schussattacke machen, bevor sie zuhauen. Und das ist eine 6er Spray. Und dadurch, dass die beiden brennen, der Pig Buddy und der dicke Typ, ich glaube, der hat keinen eigenen Namen, sprinten über die Mauer und spucken jetzt eine Flammenschablone in die Protektorat rein. Feuer mit Feuer bekämpfen, dachte ich. So, der Nickel legt die Schablone an. Ich kriege leider nicht so viel drunter, wie ich es erhofft hatte. Aber Ausbeute ist ganz gut. Also, ja, ist alles durchgeboostet. Darum immer 3 Würfel. Und da fackeln auch schon die ersten Jungs ab. Auch aus den hinteren Reihen, weil die Flammschablone eben auch die hinteren Ziele noch mit betroffen hat. Das heißt, da ist, glaube ich, ein oder zwei Kollegen von dem Chor hops gegangen. Und das erste Mitglied der Temple Flame Guard. Damit hatte der dicke Troll von den Fire Eaters kein Charge-Ziel mehr, konnte also keine Nahkampfattacke mehr machen. Der Pig Buddy spuckt auch nochmal da rein. Und ja, mal gucken, was da noch bei rumkommt. Ja, alles relativ moderat. Reicht an der Stelle auch nicht. Das war ein Schaden mit dem weißen Würfel gegen einen Jack, um die Zone, den Ass quasi zu benennen. Schöner Nebeneffekt ist, dass alles, was von der Schablone getroffen wird, selber anfängt zu brennen. Und das kann schon mal nicht verkehrt sein. Die Jungs sind dann abgehandelt, konnten dann die Charge-Attacke nicht mehr machen, weil nichts in Reichweite war. Also macht der heilige Stein weiter, der mit dem Fury, den er noch drauf hatte, die Aura wieder anwirft. Und nach vorne rennt, um ein bisschen Platz zu blocken, um
als Vorstopper ein bisschen zu gelten und einfach Panzerungsbonus auszusprechen für alles, was da jetzt hinterherzieht. Borka selbst rückt ein Stückchen weit vor, hat keine so große Kontrollzone, 10 Zoll, misst das aus, feetet, bleibt ein bisschen im Wald stehen, um da von Deckung noch zu profitieren und in seinem Feed bekommt halt alles, was in seiner Kontrollzone ist, Stealth, Freund wie Feind und alles, was kälteimmun ist, an befreundeten Modellen, sorgt dafür, wenn der Gegner ihn im Nahkampf angreift, nachdem die Attacke abgehandelt wurde, dass der Gegner stationär wird, also die nächste Runde Frischfleisch ist. Und in dieser Liste sind tatsächlich Borka selber, seine gesamte Battle Group, die Fire Eaters und mein Held, mein Fellcaller, kälteimmun, sodass da eigentlich, abgesehen von dem Steintrupp, egal wo der Nickel gleich drauf kloppt, er erstmal festfriert. Der Slackfall ist ein Stückchen nach vorne gegangen und probiert ihn ein bisschen unter Beschuss zu nehmen, hat da aber irgendwie nicht so viel gemacht, weil er auch zu weit weg stand. Hat dann ein bisschen Fury noch aufgebaut, damit er gleich wieder was abziehen kann. Ja, ich halte die Zauber aufrecht, also sowohl Defender's Ward als auch Lamentation. Und wenn ich das richtig sehe, benutze ich direkt das Feed von Kreos. Das heißt, alles in deiner Kontrollzone, was in dem Fall alles außer dem Firetroll ist, wird niedergeschmettert. Das heißt, ich treffe im Nahkampf automatisch und im Fernkampf haben sie eine Abwehr von 5. Ja, dann habe ich, glaube ich, meine Temple Flame Guard aktiviert und sage Charges an. Da hast du jetzt einen kleinen Fehler gemacht, weil wir haben die Killbox in diesem Szenario. Genau, da habe ich leider vergessen, dass wir die Killbox haben, habe deswegen meinen Caster nicht weit genug nach vorne bewegt, bevor ich deine Aktivierung beendet habe, was mir gleich 2 Siegespunkte kosten wird, beziehungsweise dem Shabuti 2 Siegespunkte geben wird. Auf jeden Fall sage ich, wie gesagt, Charges mit meiner Temple Flame Guard an. Ich treffe schön automatisch im Nahkampf, was schon recht nützlich ist. Ja. Ich weiß gerade. Das sind erste Attacken gegen die Fire Eaters? Genau, die ersten Attacken gegen die Fire Eater. Ich glaube, da hat er getufft. Dann gegen den Stein. Da opferst du, glaube ich, eine deiner Steineinheiten. Also einer deiner Grunts stattdessen und ich mache eine zweite Attacke gegen den Stein und du opferst einen weiteren. Meine Temple Flame Guard ist jetzt dadurch, weil ich eben seine Modelle angegriffen habe, dank seines Feetes auch stationär. Und ja, als nächstes aktiviere ich meinen Chor, spreche die Hymn of Battle auf meine Warjacks. Das heißt, die kriegen einen Bonus von +2 auf alle Treffer und Schadenswürfe, die die machen. Dann aktiviere ich meinen Repenter Warjack, laufe ihn ein bisschen rüber, dass er in eine bessere Schussposition kommt und weil die Fire Eater Feuer so gern mögen, gebe ich ihnen noch einen Schuss mit meinem Flammenwerfer mit. Geboostet, glaube ich. Nee, nicht geboostet. Auf jeden Fall der erste nicht. Der zweite Schuss ist geboostet, also der zweite Treffer ist geboostet, weil danke, das war der Schadenswurf, den du geboostet hast. Ach ja, stimmt, genau, das war der Schadenswurf, den ich geboostet habe. Da kommt dann Tough, dann der zweite Trefferwurf. Genau, der zweite Trefferwurf. Nochmal Schaden geboostet und wieder getufft. Aber die brennen, wie gesagt, haben da dagegen zwar zusätzliche Panzerungen, aber Feuer ist immer schön. Dann aktiviere ich meinen Paladin und sage noch einen Charge an und auch wieder gegen seine Fire Eater. Ich treffe, wie gesagt, im Nahkampf automatisch, diesmal also kein Trefferwurf. Da Waffenmeister... Warum habe ich Trefferwurf gewürfelt? Weil die nicht Knockdown gegen können. Ach ja, weil die nicht... Genau, stimmt. Stärke 14 mit 4 Würfeln dank Waffenmeister und Charge. Diesmal hat er nicht getufft, weswegen ich ihn dann auch töten konnte. Dann aktiviere ich meinen Vanquisher, laufe ihn ein Stückchen nach vorne und wollte auf Berka schießen. Allerdings hat die Reichweite nicht ganz gereicht. Wobei, dank seines Feetes hätten sie auch Self gehabt, ich hätte eh verfehlt. Allerdings, da es ein AOE ist,
weicht er ab, er trifft aber, glaube ich, keinen, wenn ich das richtig sehe. Doch, die Schablone wird jetzt erstmal abgewichen. Ach, ja, weicht geradeaus ab durch die glückliche Richtung 1 ja, und genau. trifft bei 4 Zoll Schablone Stimmt, dann genau. beide, nämlich den Helden und Berker noch. Genau. Ja, dadurch brennen die jetzt beide. Jetzt machst du noch den Schadenswurf erst gegen den Helden. Genau, erst gegen den Helden. Du musst noch überlegen, ob du gegen Helden oder gegen Berker boosten willst. Genau, weil ich habe ja einen Fokus drauf. Ich glaube, letztendlich entscheide ich mich dafür, gegen den Helden zu boosten, weil der einfach eine geringere Panzerung hat und ich da mehr Schaden machen kann. Ja, hast du gegen Berker doch geboostet. Berker hat den ersten Schaden gekriegt. Ja? 4 Schadenspunkte, ja. Ah, okay. Dann habe ich mich da vertan. Ja gut, dann habe ich mir vermutlich gedacht, lieber gegen den mit mehr Panzerung boosten, damit ich da auch was durchkommt. Ja, aber einmal kurz, wir kommentieren das ja nach, das heißt, es sind ein paar Tage vergangen, deshalb hat man nicht mal alles genau in Erinnerung, aber trotzdem ist ein gewisser Moshpit jetzt in der Mitte entstanden auf dem Schlachtfeld und eine riesen Tokenschlacht ist entstanden. Also so viel Knockdown und Feuer und was nicht alles ihr da um euch schmeißt, ist ja nicht zu glauben. Ja, aber wäre das Spaß, wenn man es nicht macht. Ja, nächste Runde geht damit los. Erstmal zu gucken, welche Effekte bleiben im Spiel, welche nicht. Ich gucke halt, ob das Feuer ausgeht bei den Fire Eaters. Er brennt weiter. Er kriegt weiteren Feuerschaden. Muss taffen, tafft nicht. Geht auch der Pick Buddy nach Hause. Und mit ihm diverse Tokens. Ja. Dann mein Held kriegt, das Feuer brennt auch weiter, kriegt dadurch eine ordentliche Kelle. Brennt weiter, wird reduziert auf 2 Hitpoints. Und bei Berker selber brennt es auch weiter, den juckt es aber nicht so groß. Es riecht dann nur ein bisschen streng. So, ansonsten, ich ziehe Fury ab. Guck halt, ja Mist, Kreos Feed hat mich schon ein bisschen zurückgeworfen. Fast alles in meiner Armee ist Knockdown. So, das ist eine. Andererseits wirkt noch sein Lamentation-Zauber, was bei einem Fury 5 Warlock schon ins Gewicht fällt, weil echt alles verdoppelt wird an Zaubersprüchen, was er wirken möchte. Wobei Borka auch nicht gerade fürs Zaubern bekannt ist. Also. Mal gucken. Ich gucke jetzt erstmal nach. Fange mit dem Pyre Troll an. Bewege den ein Stückchen weiter nach vorne. Wirke den Animus von ihm auf Borka, glaube ich. Damit das Feuer ausgeht. Flaming Fist nennt sich das. Man wird feuerimmun, kriegt ein bisschen extra Nahkampfschaden. Aber erstmal geht es um die Immunität. Dass wenn da jetzt noch was anderes drauf knallt, zum Beispiel die Jacks mit ihren Fernkampfwaffen, dass Borka da ein bisschen besser geschützt ist. Ja, wir haben noch mal kurz die Regeln konsultiert, ob das der Feuereffekt tatsächlich verschwindet, aber ja, es gibt Immunität gegen Feuer und damit hören sofort Continuous Effects auch auf. Schwein gehabt. Genau. Dann wird noch mal, probiert der Feuertroll noch mal eine kleine Schablone da rein zu spucken. Die ist aber abgewichen, weil der Paladin zu weit weg stand. Hab den kleinen Jack drunter gekriegt, der dann Feuer fängt, aber der Blastschaden ist halt nur Makulatur. Das war dann nicht so wichtig. Ein Failcaller geht ein Stückchen nach vorne und wirkt Reveil. Das ist ein Failcall, der alles in seinem Command oder in ihrem Command in dem Fall aufstehen lässt, um mich von diesen nervigen Knockdown-Markern zu befreien. Außerdem wirke ich eine Fernkampfattacke gegen den Paladin, der noch festgefroren ist. Das heißt, ich treffe ihn ein bisschen leichter. Ich treffe ihn aber. Ach ja, die Flame Guard war auch, der Flame Guard-Kollege war auch mit drunter. Der wird auch abgeräumt. Der Paladin selber kriegt ein paar Schadenspunkte. Es war eigentlich nur, damit der Failcaller nicht da einfach nur rumsteht. Also, ich habe nicht damit gerechnet, da jetzt wirklich den Minot-Helden abzuräumen. Stehe dann jetzt auch ein bisschen unsicher, wenn man das jetzt von oben nochmal so betrachtet. Mal weiter mit Borka selbst. Überlegt sich, was er machen will. Hat sich überlegt, okay, komme ich da irgendwie nach vorne? Weil Killbox ist für ihn eigentlich immer keine Option. Da kommt er selten in die Bredouille. Der steht gerne mittendrin und wütet. Gerade mit dem Teddy. Du hast erstmal die Kontrollzone geprüft und was jetzt mit dem Slack Troll. Ja, ich sehe schon. Stimmt. Gut, dass du es sagst. Agieren. Genau, Slack Troll. Zielt auf den schweren Jack. Vanquish ist es, glaube ich. No. Und ich habe einen Säurespuckangriff, der einen extra Schadenswürfel gegen nicht lebende Modelle macht. Und das wurde dann geboostet, was mich zu 4W6 Schaden hochtreibt. Darf auch im zweiten Schuss wirken. Und das nutzt sich auch alles aus und schleudert dem ein bisschen Pest und Galle entgegen.
Aber ich glaube, da zu dem Zeitpunkt war noch alles heil an dem Jack. Na, die Nahkampfwaffe ist kaputt gegangen. Stimmt, das war sehr wertvoll. So, mein Stein aktiviert mit dem letzten Fury, den er noch drauf liegen hat, nochmal die Schutzaura und überlegt, weil es ist keine Aktion, das heißt, ich darf trotzdem noch ganz normal bewegen oder rennen oder chargen oder zuhauen oder was auch immer. Der Steinträger selbst hat alle Hände voll zu tun mit diesem Brocken. Sein Stonescribe-Kollege im Team, der chargt jetzt aber noch den vorletzten, der Tempel Flameguard, verfehlt ihn aber, weil die Jungs haben Set Defense, das treibt deren Abwehr ein bisschen hoch und da ist er ein bisschen zu schwach auf der Brust. Mein Plan war eigentlich, den da wegzuschaffen, um mit Berka jetzt in den Jack reinzuchargen. Aber da kam ich jetzt nicht mehr durch. Ja, aber Stonescribe sollen ja auch nur Runen in Steine ritzen und nicht Leute umbringen. Ja, die haben schon Assassinen umgebracht. Aber da hatten sie wahrscheinlich besser gefrühstückt. Da hat das nicht so geklappt. Plan war halt in den Jack rein mit meinem Warlock, um die Fahne des Gegners zu contesten und dem Protektorat gegenüber ein bisschen mehr Druck aufzubauen. Vielleicht auch den Jack irgendwie mit einem Critical Smite in Kreos rein zu slammen oder. Aber das konnte ich jetzt alles knicken, weil die tapfere Flameguard da hinten noch die Fahne beschützt. Also hat sich Borka gedacht, positioniere ich mich mal um, stellt sich an die eigene Fahne, hat, weil Kreos die Killbox übersehen hat, ja schon 2 Siegpunkte auf seinem Konto und probiert jetzt wenigstens die eigene Fahne zu dominieren, um damit weiter Punkte zu sammeln. Ist damit aus der Kontrollzone von Kreos raus, das haben wir gerade kurz nachgemessen, damit ich aus dem Lasting Lamentation rauskomme. Ich wirke Battle Charge, das gibt mir, ist ein Upkeep, Counter Charge für meine gesamte Battle Group, gebe noch ein bisschen Fury auf den Stein und fühle mich da ganz sicher. Ja, ich gucke, ob das Feuer auf meinem Warjack ausgeht, geht leider nicht. Und es macht sogar Schaden, was eigentlich ziemlich peinlich ist für einen Menno-Jack, weil wir sind die alles in Brand stecken, das ist, bah. Auf jeden Fall ein bisschen Schaden kriegen sie, dann beim Paladin, Der Paladin ist noch stationär. Der brennt nicht. Genau. Ich habe nur überlegt, was ich da gerade gewürfelt habe. Ich verteile dann Fokus auf wieder beide Warjacks. Halte Lamentation noch aufrecht. Und aktiviere dann meinen Chor und spreche wieder die altbekannte Hymn of Battle. Weil plus 2 auf Treffer und Schadenswürfe kann man immer gut gebrauchen. Als nächstes aktiviere ich den Vanquisher, bewege ihn ein Stück nach vorne und schieße auf den Fellcaller. Dank der nicht gerade außerordentlichen Def von Trollen treffe ich ohne Probleme, wobei ich auch geboostet habe. Also so ohne Probleme war es letztendlich dann doch nicht. Ich booste auch noch den Schaden und wiederhole den, weil der auf Kippe war und schaffe es tatsächlich, den Fellcaller auszuschalten. Ja, der hat sich den Arm gebrochen dann, ne? Ja. Für die Liga. Also dann verliert er 2 Punkte Stärke, bis er irgendwann mal zur Apotheke geht, das wieder kurieren lässt. Ist richtig. So tough war es dann wohl doch nicht, trotz Fellkragen, ja. Gute Arbeit auf jeden Fall. Dann aktiviere ich meinen Caster, denke diesmal dran, ihn aus der Killbox rauszubewegen. Messe einmal ganz kurz nochmal die Kontrollzone nach, bewege ihn ein Stück nach vorne, kontrolliere, glaube ich, ob ich wirklich in der Killbox drin bin. Messe Kontrollzone, alles passt, wunderbar. Dann spreche ich, glaube ich, Purification, was alle Upkeeps und Animes entfernt, wodurch Berka wieder anfällig durch Feuerschaden wird und alles, das gebrannt hat, das Feuer geht auch aus. Dann aktiviere ich meine Temple Flameguard, mache mit dem einzigen, der sich bewegen kann, einen Angriff gegen den Stonescribe, der sich ganz so lieb in meine Reichweite bewegt hat. Allerdings schafft er tatsächlich zu taffen. Dann aktiviere ich letztendlich noch meinen Mipenta, bewege ihn nur ein Stückchen nach vorne, tue mein Bestes, um aus der Counter-Charge-Range rauszubleiben, obwohl ich gerade gedispelt habe.
was ich allerdings nicht bedacht habe. Aber der Flammenwerfer reicht trotzdem, um beide zu erreichen. Der Pyre Troll ist immer noch immun gegen Feuer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber Berka ist drunter. Reicht letztendlich aber nicht. Von der Reichweite reicht. Ja, aber ihn auch. Genau, ich treffe ihn auch. Aber du boostest den Schaden. Ich booste den Schaden, aber es reicht leider nicht, um ihn zu töten. Na, der Gute hat ja noch ein paar Lebenspunkte. Genau. Es hat gut Schaden gemacht und der brennt auch wieder. Allerdings war es halt jetzt die Sache, dadurch, dass er an seiner Fahne stand, hat er einen weiteren Siegespunkt bekommen. Weswegen jetzt der letzte Zug quasi der entscheidende sein würde. Ja. Letzte Runde des Spiels. Ich gucke, ob das Feuer ausgeht auf meinem Warlock. Das tut es nicht. Er kriegt jetzt nochmal ein bisschen Feuerschaden, glaube ich, ab. Ja. Langsam aber sicher kokelt ihm der Teddy unterm Hintern weg. Ich ziehe die Wut von meinen Biestern ab und überlege schon, was ich jetzt machen soll. Ich bin bei 4 Siegpunkten. Wenn ich an der Fahne stehen bleibe, würde ich das Spiel gewinnen. Ich hatte Glück, dass der Nickel da jetzt nicht reingerannt ist, um einfach irgendwie zu contesten. Und für mich war es selber ein bisschen eine Überraschung, weil ich überlegt habe, es ist nicht ganz so Borkaresk. Ja, ich habe noch nie ein Spiel mit Borka aufs Szenario gewonnen, tatsächlich. Probiere aber noch mal das Beste rauszuholen. Mein Slagtroll beginnt und spuckt noch mal auf den schweren Jack, um dem noch mal ein bisschen was kaputt zu machen. Weil ich insgeheim eigentlich damit gerechnet habe, ich habe vorhin schon mal nach der Kontrollzone geguckt, Borka selbst mit einer ganz guten Geschwindigkeit plus Reach plus Pathfinder, da quer durch die Lücke über die Mauer zu Kreos hin zu chargen und dem nochmal eine Keule um Ohren zu schwingen. Aber vorher dachte ich, aktiviere ich meine Biester und probiere mit den so vielen noch rauszuholen, wie geht. Stein wirft seine Aura an, alles jetzt irgendwie kein tollen Mätzchen. Der Stonesblade probiert nochmal die Temple Flame Guard da hinten zu penetrieren, schafft er aber nicht. Abgesehen vom Tuff macht er nichts. Und dann habe ich mir überlegt, mit dem Flammentroll, da sieht man es. Ich slamme ihn, weil ich habe die Wand gesehen, ich mag Power Attacks, Trolle mögen Power Attacks, ich slamme voll in den kleinen Jack und baue dafür Fury auf, booste den Treffer, treffe ihn auch irgendwie und slamme ihn 1 Zoll weit, was nicht bis zur Mauer reicht. Das heißt, er fällt nach hinten um, aufs Gesäß. Und naja, ist jetzt da irgendwie nicht ganz so spektakulär, wie ich mir das eigentlich gewünscht hatte. Schaden ist auch nicht so gut. Gelinde gesagt. Mit solchen Würfen gewinnst du das Spiel? Schäm dich. Muss reichen. Ein guter Teddy springt nicht höher, als er muss. So, da hat er sich jetzt gerade das anders überlegt, vielleicht doch einen Zug nach vorne zu gehen, einfach noch ein Bömpchen zu werfen oder vielleicht auch noch, er hat noch einen Zauberspruch mit einer 8 Zoll Spray-Schablone, ob er noch irgendwie was macht. Hat sich überlegt, ob er in seinen eigenen Rücken sprayt, um noch Temple Flame Guard mitzunehmen. Große Lamentieren hin und her und dann dachte ich, gehe ich auf Nummer sicher. Ja, im Grunde war es egal, hast deinen 5. Punkt und was sagst du zu dem Spiel? Ja, war ein echt schönes Spiel. Letztendlich ärgere ich mich natürlich sehr darüber, dass ich einfach die Killbox vergessen habe, weil hätte ich daran gedacht, hätte das Spiel letztendlich ganz anders ausgesehen. Weil, Berka war schön am Kohlen. Das hätte dann durchaus wehgetan, wenn das noch ein bisschen weitergegangen wäre. Ja, Killbox ist immer ziemlich gemein, weil das den Gegner immer ziemlich, wenn man das vergisst, ziemlich unter Druck setzt, weil das direkt 2 von 5 Siegpunkten sind. Und das ist dann schon mal eine ganz besonders angespannte Situation. Ich fand, das Spiel hatte viel mehr Tiefe, als ich erwartet hätte von 15 Punkten. Das hatte ich eingangs schon gesagt. Mir machen diese Spiele wirklich Spaß. Mir hat dieses Spiel besonders viel Spaß gemacht. Ziemlich viele extreme Würfel, niedrig wie hoch, in die Vollen gegangen. Und der Plan, Feuer mit Feuer zu bekämpfen, hat teilweise ganz gut geklappt. Aber so richtig durchsetzen konnte ich mich nicht. Ich hatte tatsächlich auch ein bisschen Glück, dass das mit dem Dominieren der Fahne ganz gut funktioniert hat. Es war ein sehr feuriges Spiel, also die ganzen Feuerschadenswürfe waren enorm. Auch wenn man jetzt den Endstand sieht, halt die Dezimierung auf beiden Seiten sehr groß. Also jetzt mit dem kleinen Fehler der Killbox, wenn man von dem mal absieht, ist es ein sehr spannendes Spiel definitiv und wäre auch noch offen gewesen, wer dann genau gewinnt. Es war ein schönes Spiel, ein Sieg für die Trolle über das Protektorat von Minot.
Ja, danke fürs Spielen und dann auch fürs Kommentieren herkommen an euch beide. Danke fürs Aufnehmen. Ja, und sehr gerne. Dann noch eine Sache zur Organisation. Nächste Woche haben wir keinen Spielbericht leider für euch, weil wir es mit dem Aufnehmen nicht so ganz schaffen. Aber danach die Woche fangen wir dann wieder mit Spielberichten an und haben dann den neuen Monat und damit eine neue Punktegröße. Wir werden da 25 Punkte spielen. Das heißt, da könnt ihr drauf freuen. Und ersatzweise haben wir nächste Woche dann wahrscheinlich ein X-Wing-Video und eventuell sogar noch eine Tech-Wing-Video für euch. Also ihr geht nicht ganz leer aus. Und von daher sage ich bis zum nächsten Mal und weiter an der Bohrmaschine. Ne? Genau. Ja, habt Spaß.